Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lamas öffnen. Und heute haben wir ein paar Blockbuster-Lama. Was gibt es? Garantiert mindestens eine Militärwaffe oder einen Helden von epischer oder besserer Seltenheit für begrenzte Zeit. Oder, ganz wichtig, oder. Und es geht um diese Sammlung. Es gibt die Schattenagenten-Helden. Da gibt es einige. Sehr, sehr schick. Vor allem haben die teilweise auch neue Eigenschaften. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen Helden abräumen könnte. Natürlich die Militärwaffen. Da gibt es die 45er, da gibt es Hexer, Erderschütterer, den Spectre, also eine Armbrust, und Spectre als Waffe. Und das gibt es nur in selten, okay. Und klar, Kristallwaffen sind natürlich identisch. Also ein paar Helden fände ich echt super. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los. 10 Blockbuster-Lamas für 5000 Blockbuster-Tickets. Das ist... Die können sich natürlich upgraden, zumindest in der Theorie. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie upgraden können, weil ich das schon mal hatte bei irgendeinem. Aber, ja, muss nicht sein. So. Achtung, Blatt. Weiter geht's. Preise. Und. Lotuskrieger Edge. Da haben wir einen der Helden. Und dann gucken wir mal weiter. Nachdem man die legendären Treuschutzlamas aufgemacht hat, ist das irgendwie fast schon schlimm, dass es hier so grünes Zeug gibt. Und nicht und den 45er in legendär. Sehr hübsch. Ah, den Lama ist raus. Und dann gucken wir mal. Ja, also dann ist das natürlich schon irgendwie... Kommt einem so komisch vor. Hawk. Noch ein Held und noch ein Überlebenden. Und die Demoliererin in legendär. Jawohl, ja. Es läuft. Es läuft. Das war geil. Da freue ich mich doch. Und ja, den 45er hatte ich schon. Na, schön. Dann eben nicht. Weiter geht es mit Doppelagentin. Wie hieß sie gleich nochmal? Wir werden uns gleich angucken. In Ruhe angucken. Ich bereue nichts! Ja, Blockbuster-Lamas. Das momentane Event. Das Blockbuster-Event. Und entsprechend eben die Blockbuster-Lamas. Legendär. Spectre, Schall gedämpft oder der Erderschütterer. Ich nehme mal den Spectre, Schall gedämpft. So, es sind noch zwei über. Den schallgedämpften Spectre in episch. Lamas sind... Das bin ich! Und was finden wir als nächstes? Den Erderschütterer in Kupfer. In episch. In Kupfer ist er sowieso. Weiter geht's. Ein Überlebender. Schallgedämpften Spectre. Den hatten wir dann jetzt schon zum zweiten Mal. Okay.
Nun, was haben wir denn Besonderes? Raufbau den Luna? Nee. Spectre nochmal. Dann haben wir ihn natürlich auch in Legendär. Ja, sieht schon ganz nett aus, ne? Schussrate erhöht, Magazingröße, Schaden. Okay. Den müssen wir uns mal genau angucken. Doppelagentin Evelyn hieß sie. Okay. Nimmt in jede Hand eine Pistole. Wow. Wow. Okay. Der Köter wurde im Übrigen auch verändert. Er hält jetzt nur noch 7 Sekunden, aber bleibt stehen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Die sieht auch ganz witzig aus. Und da haben wir den 45er Flüstern. Kupfer 45er Flüstern, okay. Schussrate, Magazingröße, Schaden, Waffenschaden, Wasser. Okay. Auch ganz interessant. Dann hier Lotus Krieger Edge. Okay, durchlöchern. Rauchbombe, Schattenhaltung. Okay, das sieht interessant aus. Den Erderschütterer. Ja, das war doch nicht schlecht. Ich würde sagen, guter Start bei den Lamas, den Event-Lamas. Und ich würde sagen, schaltet einfach bei den nächsten 10 Event-Lamas ein, denn die gibt es mit Sicherheit auch demnächst hier auf diesem Kanal. Und damit ihr sie nicht verpasst, einfach ein Abo dalassen. Ihr dürft natürlich gerne etwas in die Kommentare schreiben oder einfach das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auch freuen. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.